Nein. Oh, was mache ich? Hallo? Mann! Fuck! Hey Leute, herzlich willkommen zu diesem anderen Video. Heute spielen wir mal Crash Team Racing und zwar den Online-Modus. Den habe ich noch nie als Video gezockt. Es dauert auch ewig, bis man in eine Lobby kommt, aus der man nicht gekickt wird. Und deshalb würde ich sagen, lasst uns warten. Oh, sind nicht mal schlechte Maps, Leute. Alter. Ich bin für Engine Labor, weil da kann ich Blue Flame halten. Und bei paar Boost Pyramide. Das meine ich. Wenn man reinkommt, wird man einfach manchmal random gekickt. Okay, Leute. Erstes Rennen. Okay. Das Ding ist, es ist gefährlich, was ich gerade... Oh. Ich wollte gerade sagen, es ist gefährlich, was ich mache, weil... Oh nein. Okay, wurde eh deaktiviert. Es ist gefährlich, was ich mache, weil eigentlich, wenn man Erster ist, in den ersten paar Sekunden, dann wird man safe gehittet von irgendeinem Item. Aber das war in dem Fall nicht so. Wir haben sogar relativ guten Vorsprung. Das heißt, wir können gleich Blue Flame usen, weil uns einfach niemand hitten kann aus der Entfernung. Es sei denn, jemand hat eine Uhr oder einen Blitz. Aber die Items sind extrem selten im Online-Modus. So, hier. Wenn ich jetzt hier mit Blue Flame lang fahre, wo soll ich dann lang? Okay, richtige Entscheidung. Oh. Also, dass ich den Start problemlos überwunden habe, ist zufällig. Es ist echt Zufall, Leute. Weil normalerweise... Nein, als auch. Normalerweise bist du Erster in den ersten paar Sekunden und dann kriegst du direkt einen Schutz reingeballert oder sowas. Deshalb war ich so überrascht, dass ich diesen Schutz hier in der ersten Runde bekommen habe. Weil normalerweise kriege ich den immer reingedrückt. Überrunde ich jetzt ernsthaft schon die Leute? Das Ding ist auch, überrunden ist extrem scheiße in dem Game. Weil die Leute... die Achter sind oder so, die denken sich, ja, Digga, ich baller den einfach mal ab, ne? Macht ja bestimmt Spaß, so. Damit haben wir die erste Runde auch beendet. Und ich würde sagen, wir gehen direkt in die nächste, Leute. Okay, Leute. Gingerbread Joyride, auf Deutsch Pfefferkuchenstraße oder so. Das Ding ist, ich gucke grundsätzlich nur amerikanische Crash, also CTR-Videos. Und deshalb kenne ich nur die englischen Namen. Oh. Na, wow. Wow, jetzt kann ich auch die andere Abkürzung verkacken. Vergessen. Oder? Ja, wow. Nein! Ich bin wieder Erster, weil der eine die Abkürzung verkackt hat. Dankeschön. Oh, Leute. Ich habe die Map so gehasst, aber seit ich Blue Flame halten kann, zumindest relativ halten kann, mag ich sie irgendwie. Nur das hier, dieses kleine Stück hier, ist dezent. Oh. Oh, das war richtig knapp. Tricky irgendwie. Oh nein. Nein. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Das meine ich, wenn man Leute überrundet, direkt Item in den Arsch. Okay. Erster. Nice. Nice. Polarpass kommt. Jetzt bitte lief niemand. Ich weiß nicht genau, wie das ist, aber ich meine, der, zu dem alle kommen, wenn der lief, dann werden alle gekickt. Also, weil das ist nicht so, dass es ein Server gemacht wird. Zumindest glaube ich das. Es ist nicht so, dass ein Server gemacht wird und zu dem kommen dann die ganzen Leute. Nee, ich glaube, es ist so, einer hat sozusagen seinen Server und zu dem kommen dann die ganzen Leute. Und wenn der aber lief, dem der Server gehört, sind alle raus. Und manche sind so Spaßvögel, die warten, bis Leute zu einem gejoint kommen. Eine Sekunde, bevor die Runde beginnt, lieben. Komm, Leute. Und, oh, nee. Was? Als ob ich die TNT-Kiste nicht abbekommen habe. Oh mein Gott. Was bin ich für ein Lacker? Nein! Oh, was mache ich? Hallo? Was? Was war das denn? Dass ich meine Flame nicht verloren habe, was war das denn? Okay, Blue Flame, Leute. Bombe nach hinten. Oh, der Crash ist so nah an mir. Was? Crash hat verkackt. Leute, das ist unsere Chance. Alter, die erste Runde war ja so intens. What the fuck? Okay, Crash kann noch aufholen, wenn ich Blue Flame verkacke. Aber das tue ich natürlich nicht. Ich bin Pro, Leute. Oh. Oh, scheiß Robbe. Okay, Crash hat, glaube ich, Blue Flame verkackt, weil er von Leuten bombardiert wird mit Items. Das meine ich, sofern man Zweiter ist oder so, dann ist schon vorbei. Dann kriegst du jedes Item ab. Überholt. Ich hoffe, der hat kein Item. Mann! Das meine ich, Leute. Es kann so schnell vorbei sein, wenn man einfach... überrundet. So, jetzt kann der Crash auch noch aufholen. Ich meine, wir haben jetzt trotzdem gewonnen, aber die achte Person bringt es ja nicht weiter.
Sie bremst ja nur aus. Es macht ja gar keinen Sinn. Oh, fuck, Leute. Hier darf ich jetzt nicht Erster sein. Ich muss den anderen jetzt Vorsprung gewähren, weil ich darf nicht Erster sein. Weil online ist es manchmal so, da sind Sachen, die gar nicht existieren. Keine Ahnung. Ich bin Erster in der ersten Runde. Das heißt, niemand kann irgendwas gesetzt haben. Niemand kann mit einem Reagenzglas schon ein Reagenzglas vor mich gelegt haben, weil es ist die erste Runde. Ich bin Erster, ich bin der Einzige, der gerade Items nach hinten werfen kann. Aber wenn ich dann Erster bin, fahre ich manchmal random in ein unsichtbares Reagenzglas. Da ist nichts, da kann ja nicht mal was sein. Aber ich fahre rein, werd gedrosselt, bin Achter. Das heißt, der Plan ist jetzt, ich lasse den anderen ein bisschen Vorsprung, dass die diese unsichtbaren Scheiß-Items abbekommen. Das Ding ist nur, der Nachteil könnte sein, dass ich in diesen Strudel gerate, dass ich dauer Vierter bin und da nicht mehr wegkomme, weil mich andere Leute die ganze Zeit mit ihren Kack-Items abballern. Aber wir gucken jetzt mal. So, ich lasse die vor. Okay. Der trifft halt den mit dem Schutz, Alter. Oh mein Gott, das hat perfekt funktioniert, Leute. Jetzt muss ich die halt nur kriegen. Okay, das hat sich erledigt. Oh, Leute, wie chillig. Wie chillig. Dadurch, dass ich jetzt, Letzter war, habe ich gute Items bekommen. Nämlich eine fucking Dreierrakete. Das bedeutet, falls das jetzt irgendjemand wagen sollte, mich zu überholen. Oh nein. Nein, 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 nein. Oh Mann. Aber falls dieser Crash, der mir jetzt am Arsch klebt, falls das wagen sollte, mich zu überholen, Digga. Ich habe zwei Raketen, also. Versuch's doch. Was? Ich hab meine Flame verloren. Direkt, instant. What the fuck? Was? Nein! Komm, 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 komm. Nein! Als ob mir das gerade passiert ist. Nee! Fuck! Mein Plan ist ja null aufgegangen. Das ist jetzt nicht wahr. Das ist jetzt nicht wahr. Hä, wo ist Crash hin? Hey, Crash ist... Was macht Crash? Crash ist Erster, aber er wird gar nicht angezeigt. Hä? Ist ja nicht so, dass der Online-Modus schon genug verbuggt ist, so. Ich bin gespannt. Werde ich dann auch Dritter auf dem Treppchen angezeigt, oder? Ah, jetzt ist Crash Erster. Ja, what the fuck? Und die change nochmal, obwohl die schon längst im Ziel sind? Hä? Crash ist angeblich nicht ins Ziel gekommen. Ja, also ich bin Dritter. Gib ich mich mit zufrieden. What the fuck? Ist okay, ist okay. Crash wurde halt wirklich einfach gestrichen. What the fuck? Okay, Leute, letzte Runde. Engine Labs. Hoffe ich zumindest. Bitte, 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 bitte. Ja, Mann. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Leute, Huso ist in der Runde. Huso ist gut. Habe ich zumindest so in Erinnerung. Ich habe ihn lange nicht mehr online gesehen. Okay, Leute, wer ist Huso? Wo ist er? Man sieht die Namen erst, wenn es losgeht. Ich glaube, er ist Achter. Okay. Yo, Alter. Okay, komme ich mit klar. Jetzt schnell über den Speed, ohne getroffen zu werden von irgendwas. Oh mein Gott. Intens. Oh mein Gott, Huso ist direkt hinter mir. Ich glaube, das ist der Lab Assistant. Nein. Ja, das ist... Der Huso ist der Lab Assistant. Und er kann kein Blue Flame halten. Das bedeutet, wenn ich nächste Runde Blue Flame habe, ist Huso dran. Aber ich darf... Das meine ich. Ich wollte es gerade sagen. Ich darf nicht hinter ihm fahren, weil ich sonst instant ein Item in die Fresse bekomme. Genau, das ist passiert. Also ich gucke jetzt. Kann Huso halten? Huso kann nicht halten. Huso. Ciao. Als ob! Ich nehme einmal die Führung und direkt Blitz. Ich muss jetzt mir einen Vorsprung ergattern. Bombe nach hinten. Komm bitte. Ich glaube, ich habe Huso getroffen. Vorsprung. Ist vorhanden. Den muss ich jetzt halten. Ich hoffe, hier ist kein Item irgendwo. U-Turn. Okay, das wäre ein Airbrake. Oh mein Gott. Reagenzglas. Ui. Oh, Leute. Alter, online ist heute echt nicht so problematisch wie sonst. Also tatsächlich, mich hat kein unsichtbares Item gehittet, was ich schon mal sehr schön finde. Es gab keine krassen Rangeleien mit Items am Anfang. Blitz. Natürlich. Oh, das ist letzte Runde. Kann ich... Ey, vielleicht kann ich... Oh mein Gott. Vielleicht bin ich schneller als er. Ich bin safe schneller als er. Ja! Huso. Fast 20 Sekunden langsamer als ich. Also Leute, jetzt mal ohne Witz. Online-Modus war heute richtig gut.